Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu meiner ersten Solo-Runde Fortnite, die ich hier hochlade. Das liegt ein bisschen daran, dass ich das Game zurzeit extrem viel spiele. Also wenn ich abends nach Hause komme und denke, hey, heute zocke ich noch eine Runde, dann ist es tatsächlich meistens einfach eine ordentliche Runde Fortnite. Weil Fortnite ist ein geiles Game, hat mir extrem viel Spaß und ich will ein bisschen erklären, warum. Deswegen droppe ich hier in einem sehr, sehr ruhigen Gebiet am Ende der Karte, damit wir ein bisschen Möglichkeiten haben, auch ein bisschen zu quatschen. Na, also ich werde jetzt, das ist jetzt eher was für alle, die ein bisschen miterleben wollen, warum ich Fortnite cool finde. Denn da gibt es ein paar Gründe, die ich hier einfach ansprechen will. Und einer davon ist eben schon diese Möglichkeit, die ich habe. Ich kann quasi selber sagen, ey, heute habe ich Bock auf eine ruhige Runde. Oder ich spiele auf Sieg, weil das wäre auch einer der ähnlichen Drops, die ich nehmen würde, wenn ich gewinnen wollen würde. Was ich bis jetzt noch nicht so oft getan habe. Ich bin in Fortnite bei Gott kein Profi. Und das ist auch völlig in Ordnung für mich, weil das ist bis jetzt was ich versuche besser zu werden, aber nicht diesen ultimativen Drang habe, weil ich einfach jetzt schon Spaß am Spiel habe. Und das ist ziemlich cool. Finde ich auch sofort eine grüne Waffe. Das Ganze ist ein bisschen dieses WoW-System, was ihr vielleicht kennt. Geil, auch noch so ein Sprungbrett. Das ist... Mach jetzt die Tür zu, weil hier ist jemand drin. Jetzt steht der gerade unten am Haus. So, hier. Machen wir mal auf Action und springen raus. Hier ist rechts von mir. Springen, mein Freund, springen, nicht vergessen. Ihr merkt schon, dass das hier jetzt nicht die höchste Elo ist, ne? Also so wie ich den ersten verkackt hatte, hätte ich hier normalerweise sterben müssen. Allerdings ist der Junge halt einfach auch aim-mäßig genauso wenig begabt wie ich. Und ich hatte einen Schrotflinte und dann hilft das Ganze weiter. Die Zone ist nicht so weit weg. Das heißt, ich kann mir jetzt auch hinten diese zwei Doppelhäuser holen. Das war jetzt ein merkwürdiges Beispiel, weil normalerweise ist man, wenn man weit wegspringt, meistens alleine. Und ich hatte vorher auch ein bisschen um mich geguckt. Scheinbar allerdings jemanden übersehen. Das ist für mich soweit nichts Ungewöhnliches, weil... Ich hab scheinbar nicht die besten Augen. Da unten laufen zwei, das heißt, die beschießen sich gegenseitig, dass keiner wird mitkriegen, wenn ich hier runterbaue. Oh, das... Okay, das ist ein weiter Slide, aber das funktioniert ebenfalls. Was ich jetzt mache, ist quasi de-rushen, um euch ein bisschen Action zu geben, weil, ne, scheinbar wird es ja doch ein bisschen actionlastiger. Der eine läuft hier lang, das heißt, ich springe jetzt... Oh, okay, der eine hat einen Sniper, das ändert meinen Plan, weil jetzt gehe ich von ganz hinten und rushe erst den hinteren von den beiden. Was jetzt passieren wird? Guten Tag! Sie haben gekauft, dass sie sterben. Oh, shit. Springen, mein Freund. Springen ist tatsächlich das, was in diesem Spiel mit am wichtigsten ist, in diesen 1 gegen 1 Situationen. Also kannst du dir so viel Aim kaufen, wie du willst. Wenn du nicht springst, stirbst du. Ist zumindest auf dem Level. Die auf höheren Level springen die auch. Allerdings machen die halt noch mehr dabei und springen nicht nur dumm rum. Hab jetzt nochmal so einen Busch. Das heißt, ich kann euch auch den Busch präsentieren. Ich habe quasi die kompletten Sachen, die sich YouTuber wünschen, wenn sie ein Fortnite-Video machen, obwohl ich eigentlich nur quatschen wollte. Naja, wir kommen trotzdem noch zum Quatschen, keine Sorge. Muss jetzt ein bisschen gucken, dass ich doch zur Zone komme. Ich gehe fest davon aus, dass die beiden halt die Doppelhaushälfte da sich geteilt haben. Es ist halt noch einer hier lang gelaufen, aber den jetzt noch zu suchen wäre zu umständlich, vor allem, weil der ganz offensichtlich keinen Bock auf Konfrontation hatte. Da hinten ist einer, okay. Ich glaube, das hätte ich besser nicht gemacht, weil der wusste ganz offensichtlich nicht, dass ich hier bin. Machen wir mal Spaß. Oh, das hat er wohl gesehen. Oder auch nicht. Das ist jetzt ein laufender Busch, der auf ihn zurennt. Da kriegt der ein oder andere schon mal Panik. Ich habe da jetzt leider nicht so gut geschossen. Mit der Waffe kann man da auch mal hitten. Springen! Ja, ich springe ganz offensichtlich heute einen Ticken besser. Der hatte eine bessere Sniper als ich. Shotgun. Das heißt, er hätte hier durchaus den Kill machen dürfen. Ich muss mich kurz verharzen. Normalerweise kann man sich dafür auch einbauen und so.
Das ist jetzt mehr Action, als ich erwartet hatte. Ist aber natürlich auch ganz gut. Also, ihr merkt schon, ich bin immer noch kein Aimgott oder sowas, aber ich treffe mittlerweile halt zumindest halbwegs. Was mir dabei geholfen hat, interessanterweise, ist, dass ich die DPI ein bisschen verändert habe. Von meinen normalen 800, die ich in League und im normalen Leben nutze, bin ich jetzt hier auf 600 und ich nutze jetzt einfach aus 600 für League. Das ist jetzt nicht so, als wäre das der krasse Unterschied. Dieses Bauen hier, was ich auch natürlich hier und da ein bisschen erwähnen möchte, ist eine Eigenart von Fortnite gegenüber anderen Battle Royale-Spielen. Was auch daran liegt, dass jedes Spiel, was dieses Battle Royale quasi adaptiert, weil das Fortnite war ja, korrigiert mich da gerne, wenn ich falsch liege, nicht als Battle Royale geplant, sondern wurde quasi on the run adaptiert, bringt natürlich auch so ein bisschen seinen eigenen Stil mit. Und da ist Fortnite halt irgendwie wie geschaffen für, weil du hast halt einfach dieses Bauelement und das ist halt fucking awesome. Also es ist wirklich, wirklich gut, weil du halt einfach damit High Ground, Low Ground etc. sehr gut ausgleichen bzw. berichtigen kannst und sehr viel mehr Möglichkeiten hast. Also ich fühle mich selten so, dass ich denke, hey, ich bin völlig hilflos, einfach weil der andere eine bessere Position hat. So, ich denke mir immer, oh, ich hätte das und das machen können und oh, ich hätte das und das machen sollen. Und das wird hier definitiv auch noch passieren, weil wenn ich sterbe, denke ich mir das eigentlich immer. Boah, jetzt zwischendurch noch ein bisschen Holz ab, weil, sind wir ehrlich, wenn ich hier noch zur Zone will, muss ich wahrscheinlich das eine oder andere Mal noch selber mir den Weg bahnen. Das Spiel hat einen insanen Skillcap, ist bis jetzt mein Ding. Also ich habe das Gefühl, ein besserer Spieler killt mich schlichtweg immer. Oder ein besserer Spieler, sagen wir es anders, outplayt mich immer. Weil dieses Bauen den ganzen Jahr auch einfach noch ein Skill-Element mehr gibt. Da hat halt jemand was liegen lassen. Das kann Bait sein. Ist ja nichts Munition. Munition ist nie ein Bait. Da oben ist auch noch eine Truhe drin, das heißt, hier war niemand. Ich weiß gar nicht, ob ich dafür noch Zeit habe. Das hier sind lustige Reifen, mit denen ihr springen könnt. Immer schön von rechts reinlaufen. Dann schafft ihr das hier immer. Ja, da bin ich nämlich ein paar Mal dran gescheitert. Hör nochmal extra Verbände, nochmal extra Munition und dafür wichtige Zeit verloren. Denn wenn wir uns das angucken, habe ich noch einen weiten Run von mir. Das wäre zum Beispiel ein Fehler. Allerdings, wenn ich jetzt eine goldene Scar oder sowas draus gezogen hätte, hätte ich mir die ganze Zeit einen darauf zelebriert, dass ich für diese Truhe noch gegangen bin. Das ist kein Problem, weil die am Anfang, wie ihr es vielleicht aus anderen Battle Royale Games kennt, nicht so viel Damage macht und dass die Wahrscheinlichkeit, dass einer hinter mir ist, jetzt so gering ist, dass ich mich nicht ständig umdrehen muss. Und hier hat auch niemand was gelootet, das heißt, der Weg hier ist relativ safe. Am Loot Lake will ich nicht entlang, das heißt, ich versuche mich ein bisschen weiter rechts zu halten. Ich kenne die Karte noch nicht auswendig. Also insofern nicht auswendig, dass ich nicht weiß, oh, der Felsen. Ich bin also auf Breitengrad 73. Das passt bei mir jetzt einfach nicht. Und hier, guten Tag, es kommt der Sturm. Du bist innerhalb des Sturms. Lauf. Ja, okay, okay. Ich lauf ja. Die machen mir auch Damage. Das heißt, ich wäre so oder so darauf gekommen. Aber das Spiel gibt dir natürlich nochmal so diesen letzten Kick. Wenn der Schaden dir noch nicht reicht, dann hast du jetzt einen Grund, weil dich hat ganz offensichtlich jemand angeschrien. Das ist also etwas, was ich sehr an diesem Spiel schätze. Diese Möglichkeit, an verschiedenen Orten zu droppen, auch wenn... Oh, ist da oben noch jemand? Oder hat sich da nur irgendwann mal einer hochgebaut? Auch wenn das jetzt hier, wie gesagt, nicht das beste Beispiel war, weil es halt doch viel Action war. Ich wollte eigentlich nicht zum Loot Lake. Jetzt bin ich so halb beim Loot Lake. Muss mich jetzt gleich verarzen. Das heißt, ich laufe hier ein bisschen so, dass ich auch sofort halbwegs Deckung habe. Wenn ich dann hier in so einer Kuhle bin. Kuhlen sind normalerweise nicht das, wo du sein willst, weil wenn einer von hier oben kommt, hat er sofort Highground. Du bist ziemlich fucked. Aber wenn du dich heilen willst, ist meistens eine ziemlich coole Idee. Nehmen wir jetzt auch noch eine Bandage, obwohl die nur bis 75 heilt und deswegen nicht 15, sondern nur 9 geheilt hat. Aber hey, na? Klotzen statt kleckern. Jetzt wird es unangenehm. Ich habe meine eigenen Steps gehört und mich fast eingeschissen. Weil ab jetzt muss ich davon ausgehen, dass die Gegner sind, die halt eben auch schon den Vorteil haben, dass sie schon länger hier sind, weil sie natürlich, ich bin einer der Letzten, die jetzt hier in die Zone gekommen sind. In der Phase kriegt man selten schon Zonendamage. Ist halt immer die Zeit drauf an und spielt so einen Zonencatcher, wo ich jetzt nicht unbedingt ein Fan von bin. Baue mich jetzt hier hoch. Zu früh angefangen. Das heißt, ich verschwende jetzt Holz, weil ich das hier noch machen muss. Und dann den hier. Ich hätte da wahrscheinlich 30, 40 Holz sparen können. Deswegen baue ich hier den nächsten ab. Das ist relativ laut. Und wenn hier jemand in der Nähe ist, ist es definitiv ein Nachteil. Aber glaubt mir, nichts ist so ein schlimmer Nachteil, wie wenn ihr in der Zone keine Risis mehr habt. Da wird fairerweise das bisschen Holz jetzt auch nicht viel dran ändern. Also ich sollte im besten Fall noch jemanden umhauen, der richtig viel gefarmt hat. Weil dann übernimmt ihr das. Ihr nehmt aber zum Beispiel nicht Schildtränke. Das heißt, der Snowball-Effekt ist dadurch ein bisschen eingeschränkt, was ich erst terrible fand. Weil ich finde, ein Spiel sollte immer punishen, wenn jemand besser ist. Da vorne wird gerade gebaut. Oder wurde gebaut und es wurde einfach ein bisschen spät bei mir geladen. Vielleicht hat mein Hirn es auch einfach spät geladen. Ich laufe hier gerade komplett offen. Da hinten
Scheinbar war ich auch mal gekämpft. Das Offenlaufen ist jetzt nicht über die geil, ne? Aber ich habe ja 30 Sekunden, bis die Zone wieder anfängt. Da habe ich gar nicht keinen Bock zu. Ich könnte hier hoch mit meinem Jump-Pad, aber was habe ich davon? Der Berg ist auch nicht in der Zone. Busch habe ich euch schon gezeigt. Jump-Pad würde ich euch halt gerne auch noch zeigen, aber da werden wir halt erst später zu kommen scheinbar. Erstmal, wo ich viel in die Zone laufen. Gerade ist es so ein bisschen Running Simulator. Und das ist auch öfter der Fall, wenn ihr so weit außen droppt, wie ich es getan habe. Das sagt halt jetzt, ne? Ich laufe halt jetzt an der Stadt vorbei. Jeder könnte auf mich aimen. Aber nur weil das könnte, heißt es ja nicht, dass es tut. Das heißt, wir sind mal mutig und gehen weiter. Hier liegen viele Revolver und so, weil die mag keiner. Falls hier noch einer drin ist. Hi. Der hat da wohl was Besseres als Verbände. Das habe ich noch nicht. Es gibt Sachen, die heilen auf 100%. Zum Beispiel Medikit. Classic, I guess. Ich versuche jetzt ein bisschen von rechts reinzulaufen, weil ich habe noch eine Minute. Und den schnellsten Weg vom Zone, vom weitesten Punkt, der von der Zone weg ist, zur Zone hinzunehmen, hat sich für mich oftmals als hinderlich erwiesen. Und hier seht ihr zum Beispiel die ersten Festungen. Wenn da drin einer hockt mit einer Sniper, dann habe ich ungefähr 0 Chancen, den von hier unten zu killen. Aber ich könnte jetzt mich einfach hochbauen und würde das Problem lösen. Das Problem ist nur, auch das bietet sich jetzt gerade nicht an, weil ich habe auch nur 75 Leben. Und wenn er da runter sprayt, dann bin ich auch tot. Der Typ wird auch relativ interessant sich da hochkatapultiert. Hier liegen coole Waffen. Deutlich coolere Waffen, als ich aktuell habe. Oh, what? Ne, warte mal. Sowas nicht geplant. Die haben nicht so viel Schuss, aber ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Und ich muss jetzt ein bisschen gucken, wie ich das spielen will. Der schießt nicht auf mich, aber der schießt ziemlich hart in meine Nähe. Okay, da könnte ich mich jetzt raushalten. Oder ich versuche, den abzuholen. Zum Hochbau bin ich zu spät dran, finde ich. Okay, da ist einer. Keine gute Ausgangslage für mich. Geil. Ah, er hat mich gesehen. Fuck, hätte er, wenn ich da schnell reagiert hätte, hätte ich ihn gehabt. Aber er hat auch andere Sorgen gerade, also vielleicht kommt er nochmal dahin. Sind halt hier auch in der nächsten Zone. Ich könnte den rushen gehen. Oder er ist gerade gestorben, weil da unten liegt ziemlich viel Loot. Sieht fast so aus. Oh, sieht doch nicht so aus. Autosniper nicht so meins. Wechsel jetzt wieder die Position, weil ich will nicht, dass er weiß, wo ich bin. Das ist ja der einzige Vorteil, wenn du dich nicht hochbaust, dass du quasi flexibler bist. Und weniger angeschmiert, weil die Gegner quasi nicht wissen, wo du bist. Das ist gerade ein gutes Beispiel. Der war halt völlig daneben. Oh, okay, das war deutlich closer. Ich habe leider echt wenig Material. Ja, okay, so endet diese Runde. Ich hätte da am Ende definitiv noch mehr machen können. Verzeiht's mir, ne? Ich bin kein Experte. Aber das ist die erste Runde quasi Fortnite, die ich hier gezeigt habe. Ich habe jetzt gar nicht so viel darüber geredet, weil ich doch oft konzentriert war. Das wird, wenn ihr es wollt, öfter auf den Zweitkanal kommen. Ich zocke es halt, deswegen ist es halt echt easy. Zurzeit kommt ja 7-mal die Woche etwas beim Zweitkanal. Ich hätte das Sprungbrett nutzen sollen. Ich fucking Idiot, hab nicht mehr dran gedacht. Das wäre echt cool gewesen. Da war noch mehr drin. Trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Gebt mir gerne Feedback in die Kommentare. Und ich sage tschüss und bis bald.